Hey Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Part von The Legend of Zelda Majora's Mask. Wir haben uns hier im letzten Part ziemlich über diesen Raum abgefuckt. Aber jetzt geht's zum Boss und der kriegt ordentlich auf die Fresse. Aber vom Feinsten, Alter. So, gucken wir uns den mal an. Der Tempel an sich war... Ja. Das ist immer so komisch, wenn du blind in so ein Zelda reingehst. Dann ist... Okay. Alter. Willenloser Dschungelkrieger Odolva. Die Frage ist, sollen wir den... Ob wir den... Okay, ich habe einen Pfeil benutzt und er wurde damit etwas schläfrig und den hauen wir jetzt ein bisschen. Ja, dann nicht. Naja, wie das halt so ist, wenn du blind in so ein Zelda reingehst, da sind die Tempel immer etwas komisch. Ich habe gerade seinen Angriffsschirm durch den Kopf. Ich frage mal Taya, was da abgeht. Kommst du ihm zu nahe, wirst du es bitter bereuen. Okay, ja. Wie soll ich denn hier fernmäßig kämpfen? Vor allem, der macht so behinderte Geräusche, Alter. Das regt mich doch am meisten auf. Ihr seht, ich komme da nicht dran. Auch nicht mit dem Weitsprung-Gedöns-Ding. Nicht, wenn ich mit dem Schwert... richtig aushole und dabei schlage. Ich gehe mal hier rein. Gucken, was das bringt. Wirst du bitte da rein? Dann geh da nicht rein. So. Mal gucken. Hä? Was passiert denn jetzt? Was geht denn jetzt ab? Was geht ab? Ach so. Ah, natürlich. Jetzt bin ich ganz plötzlich... Ne, jetzt bin ich ganz plötzlich aus der Pflanze da rausgekommen. Ist logisch. Ist logisch, Spiel. Auf jeden Fall. So. Okay. Kann ich den nicht besiegen? Ah, Leute, ich blick da gerade echt nicht durch. Keine Ahnung. Ich meine, ich kann die nicht. Kann ich töten? Doch, kann ich. Alter, was geht hier ab? Was ist denn das hier für ein Scheiß? Alter. Vor allem, wie soll ich den denn schlagen? Ah, ach so, ja. Kommst du ihm zu nah, wirst du es bitte bereuen. Ja, ich hab's gerade eben aber nicht bereut. Spiel. Okay, ich bleib mal hier im Flammenkreis. Guck mal, was abgeht. Kommt er gerade näher? Ja, er kommt näher. Okay, alles klar. So, jetzt ist er unachtsam. Ach so, natürlich. Ja, komm. Stirb. Also ein ziemlich undurchsichtiger Kampf, wie ich finde. Einerseits soll man ihm nicht zu nahe kommen. Dann macht er hier so ein Flammengedönsteil. Also ziemlich random auch auf jeden Fall. Weiß man gar nicht, was man davon halten soll. Okay, und drauf. Hallo, würdest du bitte angreifen? Dankeschön. Einfach aber random. Also, ihr seht, ich bin immer auf Defensivstellung. Jetzt sind hier auf einmal wieder random diese Käfer. Okay. Weiß nicht, wo kommen überhaupt diese Schmetterlinge her? Und warum machen die Damage? Ne, ich hau jetzt mal ab. Ich brauche ein Herz. Oder zwei. Ein Herz oder zwei wäre cool. Okay. Hier, außerhalb von der Stage müsste es hier auch so Pflanzen geben. Ja, so sieht es auch aus. Und was macht die... Was macht die Donnerblume hier? Okay. Random. Random können wir jetzt auch einmal auf einmal auch Donnerblumen aufheben. Was bringt das? Guck mal, ob wir hier so auch angreifen können. Nein, können wir nicht. Dann weicht der aus. Ja, okay, aber... Ah, okay, alles klar. Ich hab ihn, ich hab ihn. Gut.
warten wir ab, was er macht. Ja, komm. Ach komm, ich bin doch weggegangen. Ja, tanz doch. Tanz, du kleine Schlampe, und stirb, Mann. Okay. Okay, dann nicht. Dann nicht. Ich weiß nicht, wir kassieren zwar viel, aber ist mir egal. Ist mir so egal, solange ich Herzen hier finde. Ist mir das relativ Latte. Alter. 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 Was macht der? Alter, beruhig dich doch mal, Mann. Was geht mit dem ab? Gib mir Herzen, Mann. Alter. Wie krank der... Alter, habt ihr das gesehen, wie der uns hinterhergekommen ist? Der hat ja echt die Ruhe weg, Alter. Okay, ich habe ihn aber, glaube ich, getroffen. Stirb. Es zieht ja auch nur ein Viertel Herz ab, also von daher gesehen ist mir das recht. Und drauf! Stirb! Mach ich dem überhaupt Damage? Ja, mache ich, und er ist tot. Oi. Haben wir es geschafft? Nice. Außerdem war das trotzdem ziemlich random. Also, ein Angriffsschema habe ich bei dem jetzt nicht gefunden. Einfach draufgehen. Naja. Herzcontainer gefunden. Deine Energieleiste erhöht sich um ein Herz. Außerdem wird deine gesamte Energie wiederhergestellt. Okay, lass uns schnell rausgehen aus diesem Scheißtempel. Meine Fresse. Odol, was Vermächtnis ist auf dich übergegangen. Der reine Geist, den diese Maske im Körper Odolvas gefangen hielt, ist nun wieder frei. Dir gebührt der Dank für seine Rettung. Okay. Aber jetzt machen wir auch, dass wir hier rauskommen, ey. Sonst, drehe ich hier noch am Rad. Und eine Sequenz incoming. Was ist das? Er hat auf jeden Fall eine ziemlich große Nase, ja? Das steht schon mal fest. Alter. Warte, hör doch, er scheint was zu sagen. Kann es sein, dass er uns durch sein Weinen so etwas wie eine Melodie lehren möchte? Bestimmt nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube ganz ehrlich gesagt nicht. Steh nicht einfach rum. Schnapp dir doch dein scheiß Instrument, Mann. Ob das wohl das Lied ist? Gut. Random lernen wir jetzt auch mal ein Lied. Not bad. Der Gesang des Himmels wurde erlernt. Man muss aber auch sagen, dass dieser Typ oder dieses Wesen... Alter, wie groß das einfach ist, ne? Das hat ja Beine wie... Was weiß ich was. Wie 10-stöckige Häuser. Und wo sind wir hier überhaupt? Das sieht auch ziemlich random aus. Du hast den Gesang des Himmels erlernt. Ja, das weiß ich schon seit einer Minute. Und wie kommen wir hier jetzt hier weg? Gibt's dafür keinen Teleporter oder so? Ruf uns! Ach so, ruf uns, das hat er gesagt. Das hat der Taya gesagt, sorry. Okay. Da sind wir aus dem Tempel raus und...
Was kann ich jetzt daraus deuten? Das Wasser ist wieder normal, nicht giftig? Oder wie soll ich mir das vorstellen? Weil vorher war das Wasser ja so schon violett und jetzt ist es schon neutraler, sage ich schon, ne? Ist mir aber recht. Diese vier, von denen Tael gesprochen hat, denkst du, er meint den Geist, der in dieser Maske gefangen war? Okay, oh, hey, du hast dich gar nicht mal so dumm angestellt. Hast du etwas schon mal, sowas schon mal gemacht? So Endbosse besiegen und so? Ziemlich oft, ja. Einer von denen hieß Gendorf, vielleicht kennst du den ja. Ja, ich kenn den. Ja, das ist voll der Bro von mir. Aber lass jetzt nur nicht nach, mach weiter so und rette die anderen drei. Hey, listen. Ach nee, das hat ja Navi gesagt, ne? Ach scheiße. Ich brauche wohl eine eigene Persönlichkeit. Was ich getan habe, ich meine dann Pferd und so. Sorry, Bro. Sorry. Aber, so, jetzt habe ich mich entschuldigt. Ich will jetzt keine Vorwürfe mehr hören. Hast du das verstanden, Mann? Bitch. Wir haben der Prinzessin geholfen, so wie es der Affe wollte. Unser nächstes Ziel sind die Berge. Lass uns gehen, damit das Horror-Kit nicht noch mehr Schaden anrichten kann. Gute Frage, wo ist die Prinzessin? Wo ist die Prinzessin, bitteschön? Wo haben wir die bitteschön gerettet? Ach so, ja. Schlag dagegen. Passt schon. Passt schon. Da ist sie ja. Wer bist du? Ich fühle mich hier sexuell belästigt, Link. Naja, dennoch erfreut dich kennenzulernen. Ich bin die Seekuh-Prinzessin. Kann es sein, dass du auf Geheiß des Affen gekommen bist? Ah, dachte ich mir doch. Ich habe zu schnell geskippt. Also hat der Affe es geschafft, halt zurückzukommen? Sehr schön. Ja. Ich habe schon befürchtet, mein Vater würde den Affen beschuldigen, mich entführt zu haben. Ich dachte sogar, er würde so weit gehen, den armen Affen zu bestrafen und zu kochen und zu essen. Das ist so lustig. Das machen wir laufend. Sag nicht, du hast das gehört. Bist du sicher? Hat Vater das wirklich getan? Schon wieder einer seiner voreiligen Entscheidungen. Ach, Kacke, ey. Mann! Ach, scheiße, so ein Hurensohn. Mann. Gut, wir haben keine Zeit zu verlieren. Rasch, Sir Link. Hast du etwas, worin du mich in den Palast tragen kannst? Haben wir was? Random habe ich trotzdem Pfeile bekommen. Okay, passt schon. Eine Flasche? Ah, ich frag mal, ich frag noch mal. Ich habe keine Angst vor engen Räumen. Du wirst doch sicher etwas dabei haben, worin du mich tragen kannst. Das wird eine Flasche sein. Weil sie meinte irgendwas von eng und das muss eine Flasche sein. Wie random! Das ist doch total unsinnig! Wie soll das denn bitte schön gehen? Die Deko-Prinzessin hat in der Flasche Platz genommen. Sie hat sich um das 20-fache ihres eigenen Körpergewichtes verkleinert und verleichtert. Und erleichtert. Zwar ist es ein wenig eng, aber wenn du dich beeilst, wird es nicht zu unbequem. Drücke C, um sie wieder freizulassen. Ah, Sir Link! Wir dürfen keine Zeit verlieren. Rasch, bring mich zum Palast! Okay. Dann werde ich gleich mal auch die Flasche wegstecken, damit ich nicht auf dumme Gedanken komme und die da raushole. Aber wie random und total unlogisch vor allem Dingen. Naja, komm, ist jetzt egal. Ich will jetzt da nicht rumhaten. Von wegen. Oder das Spiel schon so weiter rumhaten. Ja, ey. Generell, ey. Der erste Tempel hat mir schon gezeigt. Das Spiel, Alter. Ne, kommt für meine Verhältnisse nicht an Ocarina of Time dran. Auf keinen Fall. So, Deko-Link, dann zeig mal, was du drauf hast. Nee, ich weiß nicht. Der erste Tempel hat mir irgendwie gar nicht zugesagt. Das ist schon einer der schlechtesten Tempel, die ich in Zelda je gespielt habe. So. Mal gucken, ob sich das bessert, ob sich das ändert. Ich hoffe es. Aber ihr seht, der Sumpf des Dämmerwalds
hat sich von giftig zu, ja, zu schönem Wasser entwickelt. Also ihr seht, es ist jetzt nicht mehr so... Ups. Na, geht's da aufs Blatt drauf? Nee, ne? Doch, er ging drauf. Heftiger Typ, Alter. Ihr seht, das Wasser ist jetzt überhaupt nicht mehr giftig. Man kann drin schwimmen, man kann wahrscheinlich auch draus trinken. Und das ist ja die Hauptsache hier, ne? So. Willst du nochmal den dummen Affen verhöhnen? Du scheinst großen Spaß daran zu haben, oder? Folge dieser Halle geradeaus und ja, du darfst da nicht weiter hingehen und so. Passt schon, Bro. Sir. Aber erstmal das Schild kaputt machen, wir sind voll die Vandalen, Alter. Worauf wartest du, Sir Link? Beeilung, öffne die Flasche und lass mich direkt raus. Ja, ist okay. Darf ich die Flasche erstmal ausrüsten? So, raus mit dir. Der Gegenstand zeigt keine Wirkung. Natürlich müssen wir erstmal jemanden anvisieren, damit das geht. Oh, meine Tochter! Meine geliebte Tochter! Geht es dir auch gut? Ja, ich war so in Sorge, du. Dummer Vater! Dumm! Ah, du kleiner Pisser! Spasti! Ach du Scheiße! Grundgütiger! Was macht ihr hier? Lasst den Affen auf der Stelle frei! Scheiße, Scheiße! Wie die alle am Abgehen sind, Alter! Oh, Herr Affe, es tut mir über alle Maßen leid, aber mein Vater neigt ständig zu solch verschneiten oder vorschnellen Entscheidungen. Das verstehe ich, Prinzessin. Vergeben und vergessen, aber was ist mit dem Tempel? Dank Sir Link geht's allen nochmal, ging's nochmal gut aus, ja? Man nennt dich also Link. Danke, dass du dein Versprechen gehalten hast. Als Zeichen unserer Freundschaft und Dank und vor allem der Dankbarkeit hat unser Butler etwas für dich vorbereitet. Bitte nimm es an. Du findest deine Belohnung im Schrein rechts des Palastausganges. Eine Belohnung? Ja, das hört man doch gerne. Ich wollte dich nicht. Ja, komm, ich wollte dich nicht ansprechen. Ist okay. Ich wollte euch auch nicht ansprechen. Kann ich bitte gehen? Danke. Boah, aber die Leute wollen alle von einem was. Das ist so krass, ey. Lass mich mal in Ruhe hier, du. So. Rechts des Palastgedönses. Hier soll was sein. Ja, ein Eidringling. Das ist deine Belohnung. Du wirst rausgeschmissen. Oder wo meinen die? Meinen die hier links? Ich schau mal. Hä? Ansonsten rede ich gleich nochmal offscreen mit der, weil ich wollte jetzt auch sowieso den Part beenden. Ich guck nur schnell, was hier ist. Da war ja beim letzten Mal noch der Oktopus. Aber... vielleicht ist er ja sogar weg. Die Textur wird nicht geladen, das heißt, er müsste eigentlich nicht mehr da sein. Ja. Da gehe ich dann auch mal rein hier. Gut, gucken wir uns mal um. Deku-Schrein. Der Butler. So sieht er auch aus. Guten Tag, Sir. Link, hab Dank für die Rettung unserer geliebten Prinzessin. Als Zeichen unserer Dankbarkeit haben wir Deku etwas für euch vorbereitet, von dem wir glauben, dass es euch nützen wird. Ich werde euch dorthin führen. Ich bin Mary Poppins. Bitte folgt mir. Ach, dein Ernst? Jetzt müssen wir dem noch folgen? Aber das ist ja genauso wie in Ocarina of Time mit dem Boris. Könnt ihr euch noch dran erinnern? Als wir als Erwachsene ihn im Grab mal folgen mussten. Ach du Scheiße, ist der schnell unterwegs. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Ja, jetzt weiß ich nicht mal, wo der lang gegangen ist. Ich gehe jetzt hier gerade total random lang, also. Ich habe keine Ahnung. Aber wir gehen richtig. Das ist auf jeden Fall gut. Aber der ist schnell unterwegs, Mann. Genauso wie der Boris.
heftiger Typ. Ich glaube auch, dass die Flammen uns darauf aufmerksam machen. Also sind wir etwas Scheiße. Okay, Leute, ich würde sagen, das machen wir im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann seid auch wieder beim nächsten Mal mit dabei. Haut rein, ciao.